Eigentlich sind die Japaner ein sehr pünktliches Volk. Zumindest ist das ein Teil ihres Stereotyps, ja. Jetzt geht's los. Ich wünsche allen viel Spaß. Es geht los mit direkt Inhalten für nicht die Kinder. Ich bin fast 12. Na dann, darfst du weiter zugucken, Lever. Freue ich mich drüber. Ach Mensch, ich hätte ja lieber eine Sony-Pressekonferenz jetzt in Los Angeles gehabt, auf der E3. Ich vermisse meine E3. Vor allen Dingen meine E3 vermisse ich, ne? Also nicht die E3 generell, sondern meine E3 vermisse ich. Take their money. You want to know about us? Seems like everyone does these days. It's simple. Too much money and too much power is held by just a few people. And it's only getting worse. Soll ich lauter machen? Hey, da MD. We decided to do something about it. Let's go. Einfach nur aber. Oder Michi. Das sieht nach Payday aus, ja, finde ich auch. Aber es ist Fair Game. Eine neue IP, Take It Till You Make It. Mit QR-Code hätte da direkt scannen können. Machen wir vielleicht danach im VOD. Ist doch 10 Uhr. Hey, komm. Hi everyone, I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment. I'm delighted to be here today to introduce what's next for PlayStation 5. We're now into the third year of the life cycle of PS5, Vita 2. And we've been fortunate to have so many fan-favorite titles released on the platform. What's even more exciting is that developers are just scratching the surface of what's possible with the gaming experiences that they create. Today, you'll get a glimpse into some of the most breathtaking and imaginative content that will be coming to PS5 and PlayStation VR 2. And now, what you've all been waiting for. Enjoy the show. Super Earth, our home, our way of life. But freedom doesn't come free. Starship Troopers? Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. And you could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Das Wort auf YouTube müsste eigentlich richtig benannt sein. Arrowhead Studio. Experience true freedom. Requesting air support. The freedom to travel the galaxy. And secure the resources we need to build a better tomorrow. The freedom to encounter fascinating life forms. Das ist doch Starship Troopers, Leute. To our
Oder wie hieß das andere? Lost? Irgendwas? Von Capcom? Das hatte doch auch diese Bugs. Gibt es schon einige Starship Troopers Games? Become part of an elite peacekeeping force and work together to spread prosperity, liberty and democracy. Hi 3M. Become part of something larger than yourself. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Helldiver. Helldivers 2. Becoming a Helldiver may result in decapitation or morbid addiction. Not all Helldivers survive. Tja, warum nicht? So ein bisschen wie das Krabben-Game, was wir letztens gespielt haben, 3M. Es gab ein erstes Helldivers, ja. Das war allerdings, glaube ich, kein Shooter, so wie wir ihn eben gesehen haben. Ascendant Studios. Maybe engage a little. Guck mal, das. So ein Spiel hätte man noch früher von Arcane erwartet. Sieht aus wie so ein Immersive Sim, ein bisschen. Coole Waffen. Nightblades have established a stronghold. And Kirkin seems to think you might not get me killed. Jury's still out on that one. Definitiv ein Videospiel. Roshanians haven't had enough yet. We haven't given them enough yet. Your men killed my family. Don't turn your back on me. Trader ist ein bisschen zu lang für das, was er sein will. Es gibt nämlich kaum eine Steigerung da drin. Immortals of... Was? Averium? Das konntet ihr sehen. Averium. Averium. Immortals of Averium. Schon im Juli. Das war ja, sah ja mal sehr, sehr genau, wie du es sagst, Granscherben, bland aus. One more level. Bei MT, das ist das? Das ist krass. Das sieht nach Destiny gerade aus. Warte mal, ist das ein zweiter Teil von dem Ghost Runner? Genau. Das, also mittendrin hatte ich so gedacht, das ist doch Ghost Runner. Ja, schön. Ghost Runner fand ich nicht schlecht. Schwer davon, jetzt direkt einen zweiten Teil zu machen. What's your plan? Knowing you have only 66 days to live. Nur noch 66 Tage haben wir. Das wäre unangenehm. Just run away. It won't make any difference at the end of the day.
In 66 Tagen, da fängt das Leben an. In 66 Tagen, da hört das Leben auf. War schon einige interessante Neuankündigungen zumindest für den Start der Show. Oh, habt ihr das gesehen? Physics-based Sword-Taking. Mmm, lecker. Kann ich das so ohne Interface spielen, dann bin ich dabei. Das sah gut aus. Ghost of Tsushima wird das nicht sein. Da haben ja auch ein paar spekuliert, ob das heute gezeigt wird, der zweite Teil. Das sieht nicht schlecht aus hier. So ein ernstes Shinobi-mäßiges Ding, aber meistens ist diese Art von Spielen dann zu gekleistert mit HUD und Button-Prompts und sieht eben gar nicht so aus, während man es spielt, wie das gerade. Das hier ist jetzt einfach nur Sequenz, das wird man wahrscheinlich nicht mal selber spielen. Und ist daher hingehend schon wieder uninteressant. Ja. Wie gesagt, da bin ich gespannt, wie sich da die Steuerung und alles am Ende. Time is not on his side. All we have to do is wait. Yes. Let's kill him with time. Ein bisschen Souls-like, ja, fand ich auch nie mal. Phantom Blade Zero. What's your plan? Machen Sie erstmal Zero. Dann gucken sie, ob sowas wird, dann machen sie später noch Phantom Blade 2 und 3 und 4 und 5 und 1. Gut, gut. Get my heart back. Bisher die spannendste Neuankündigung. Phantom Blade Zero, sehr schön. Oh, guck mal, Journey 2. Ich habe das jetzt einfach so gesagt, aber what the fuck? Das könnte es sogar tatsächlich sein. Okay, sowas ähnliches von... Oh, und Journey, doch! Jesus! Da war ich aber mal fix. Giant Squid. Ah, das ist... Das wird wieder super. Hype! Können wir Journey nochmal live on stream durchspielen für die, die es nicht kennen? Das wäre meins. Das ist unsers, Frenus. Wie gruselig, dass ich das am Anfang an den Wellen erkannt habe. Sagt mir bitte, dass es euch auch genauso ging. Sword of the Sea, auch noch ein schöner Name. Sword of the Sea. Das Jahr der Schwerter wird eingeläutet. Phantom Blade, Sword of the Sea. A new world awaits you, full of dangers and mysteries. Signs and wonders. Things that I in my garden could never have imagined. Think of the world we could build if we believed in ourselves.
if we truly believed in what it means to be sentient. To face the universe without fear. Nettes Art Design. Mit Katze? Imagine vast cities full of life and light. Great towers rising towards the sky. Straight side. So much would be possible. Oh, den Soundeffekt hatte ich aber auch schon mal gehört. If we believed, if we still have faith. Große Steinstatue und Trigger in my heart. The Talos Principle 2. Ach, Mensch. Leute, hätte man erkennen können. Wer von euch hat Talos Principle gespielt? Ich hatte recht, huldigt mir, Volltreffer, jawohl. Oh, von den Machern von Gris. Hey, was ist das hübsch. Insta dabei für da empty. Ja, stark. Nein! Artorius! Wieder ein Schwert. Hm. Armer Wufel. Hm. Oh, flauschig. Und der Kleine kommt direkt dazu. Hallo. Ziemlich groß und wir machen Rache. Also läuft das, glaube ich, nicht in der von dem Entwickler. Ja, Nehmer, ich würde dir zustimmen. Absolut. Ist das nicht auch ein Maskottchen von irgendwelchen Kelloggs? Cat Quest, Pirates of the Caribbean. What? Ja, nach so einer atmosphärischen Schwere müssen wir natürlich erstmal Per Quest hier zeigen. Hat ein bisschen was von... Ah! Oh Gott. Wonder Boy, was ich gerade gesehen habe. Das hier ist bestimmt nur die Overworld. Ne, so ein bisschen Wonder Boy war in dem Stil drin. Hey Charlie, grüß dich. Square Enix. Mit dicken Wummen. Das ist nicht Final Fantasy 16. Das ist ja wieder klassische Fantasy. Ehrgeiz 2. Okay. It's a showtime. Ja, das sieht auch nach einem Multiplayer-Game aus, ja. Bubles! Gestaltungsliebe. Da müssen wir erstmal gucken. Guck mal, da fehlt schon wieder das Interface. So kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Das sieht aber lustig aus.
Splatoon für die PlayStation, Freunde. Das ist kein klassischer J-Pop, den wir hier hören, Jack Martin. Das ist ein Subgenre. Das ist eindeutig der Versuch, irgendeine Form von Splatoon zu kriegen. Ja, genau, Nehmer, was du sagst auch. Volle Granate. Sieht aber cool aus. Ich find's nur billig, wenn man sowas nachmacht, so offensichtlich. Na, wir werden ihren eigenen Dreh schon irgendwie nehmen, hoffentlich. Ach, zu bunt, Korben. Du hast World of Warcraft gespielt, das war zu bunt. The Plucky Squire. Welcome to the land of Mojo. Here we find ich bin weiß. Oh ja, ich bin bunt irgendwie. And Pip. Our heroes protect the land from the villainous sorcerer Hundrun. They adventure to the edges of their realm and even beyond. There, Jot finds a whole new world to explore, with dangers, surprises, and attractively furnished accommodation. Our heroes must battle Hundrump across the two realms if they are to save. Mensch, a link between worlds. His diabolical designs. Bin mit Zelda nicht durch, nein, aber ich bin weit drin. Adventure. Wie sieht's bei dir aus, Shelly? Plucky Squire von Devolver. Werden wir bestimmt noch mehr von erfahren jetzt demnächst während Summer of Games. Es sind ja krasse Zeit jetzt. Der ganze nächste Monat wird so zugeballert. Mit Game Releases und mit Shows. Man könnte 24 Stunden den Tag live sein. Das sieht schön aus. Moment mal, habe ich nicht so ein Spiel gerade erst gespielt? Das ist doch... Das habe ich doch gespielt. Das ist doch Dingsbums hier. Das Raytracing, Pixel, alles kaputt macht Spiel. Wie heißt es denn nochmal? Das ist sehr, sehr gut. Das Voxelspiel, genau. Aber das ist noch gar nicht so weit wie das, was ich hier sehe. Das sind alles gerade neue Szenen. Man spielt es ja im Early Access auf dem PC. Habe ich das eigentlich gestreamt, als ich das gespielt habe? Wenn nicht, sollten wir das unbedingt mal machen. Ist wirklich sehr gut. Und genau mein Geschmack, ich liebe Zerstörung. Es hat allerdings den Nachteil, dass Sachen in der Luft stehen bleiben und erst spät runterfallen, wenn dann halt auf der letzte Baseplate, will ich mal sagen, weg ist. Das ist ein bisschen schade, das hat das andere Zerstörungsspiel, Red Faction Guerilla, immer noch besser gemacht. Teardown, so ist es. Teardown für PS5. Schön, wenn da ein bisschen Geld reinfließt, dann geht die Entwicklung mal ein bisschen schneller voran, weil das ist müßig, muss ich sagen. Teardown wird immer besser, aber ist auch noch weit von dem entfernt, was ich jetzt hier gesehen habe. Das waren alles neue Szenen. Ants 2, der Electronic Arts Klassiker der frühen 90er, wird neu aufgesetzt. Man baut eine Basis für Ameisen. Das ist ja widerlich. Grounded ist die falsche Plattform. Oh, das. Bei dem Gatter musste ich direkt an Jurassic Park denken. Aber das wird es auch nicht sein. Ja, Hanolli, Ants war relativ gut.
sehen wir hier? Mahlzeit. Uff. Metal Gear Solid. The fuck. Das ist das Remake von Metal Gear Solid 3, Snake Eater, natürlich. Oh, das hätte man wissen können. Snake Eater. Durchgespielt, nicht gemocht damals, muss ich sagen. Enttäuschung. Für mich wurden die Metal Gear Solids eher schlechter mit der Zeit. Ich fand das erste und vor allen Dingen das erste auf dem GameCube nach wie vor am besten. Aber jedem das seine. Mir hatte Snake Eater zu viel Interface und zu viel rumgecrouch und dann dieses ewige Anpassen in Prozenten ging mir tierisch auf den Keks dabei. War trotzdem ein sehr imposantes, gut gemachtes Werk. Eine Master Collection. Mhm. Doch, er ist Schlangen, deswegen hat er ja auch den Codename gekriegt. Gaspar. Okay. Ein Aufbauspiel. In der Form hatten wir zuletzt auch auf der PlayStation-Plattform. Oh Gott, wie hieß das denn jetzt schon? Wir haben später Legacy gemacht. Oh Gott. Das ist PlayStation 2. Leichte Avatar-Vibes. Bisschen einsammeln, bisschen Zelda, aber dann viel Aufbau. Wäre ich dabei. Da wäre ich dabei. Exploration und Aufbau. Towers of Agash. War Agassa? Hm. Ist das Linksglider? Da ist er dabei. Das ist prima, ja. Das sah gut aus. Oh, das ist aber definitiv hier das große E3-Line-Up, was sie hier abfeuern. Das ist nicht Assassin's Creed, nein. Das ist Final Fantasy, glaube ich, oder? Creative Business Unit 3? Ne, da ist es... Crystal Chronicles 2. Die haben doch das Remake von der Story als so Souls-like Game gemacht. Der Story vom ersten. Das könnte ein Nachfolger dazu sein. Wie sieht das für mich aus? Wie hieß das denn nochmal? Ist auch dieselbe Engine und alles. Jetzt kommt Ifrit vorbei, also müsste irgendwas Final Fantasy mäßig ist es. Nein, nein, das ist definitiv Final Fantasy, eine Final Fantasy Story, aber halt welchen Klassiker als Souls-like Reborn, so wie sie es auch mit dem anderen gemacht haben. Oh, man spielt Ifrit. I made a promise to my friends, and it is they who will give me the
efforts will avail us naught. We fight, we survive, we endure. We don't need a reason. Das ist doch Final Fantasy 16. Lass es doch einfach Final Fantasy 16, so wie ich es am Anfang genommen habe. Ach ja. Dachte schon, den Hauptcharakter, den kenne ich doch. Das ist doch der von dem Neuen. Aber da sieht man auch, Square Enix hat sowas wie ein Style-Problem. Eine Identitätskrise. Es ist tatsächlich die Frage, ob das noch 16 heißen sollte oder ob sie es nicht einfach Final Fantasy mit dem Untertitel oder so nennen. I'm trapped here. In this. Dass es Final Fantasy war, hat man ja anhand der Thematik relativ schnell sicher gewusst. Every word is a step forward. Und da man jetzt ja auch in 16 nur noch einen Charakter steuert, ergibt das aber Sinn, dass Alan Wake 2. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. So you knew our victim? Only the rumors. He was chasing a writer. Someone das kommt aber auch für PC an, Olli. Was playing a game with them. Oder meinst du jetzt FF16? Killer left a message. It's for us. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Easy now. First things first. What's your name? Ja. Ich würde es ihnen gönnen, dass es richtig gut wird. Ich fand Alan Wake gut. So eine klassische 2 für mich. Ein gutes Spiel. Oh! Was sehen wir denn da? Machen sie echt ein Remake vom ersten? Nein. Welcome, Hidden One. You have died and been reborn. Nee, aber was magst du nicht mehr? We need to find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. Das sieht mir tatsächlich nach einem Remake von dem ersten aus. Ich kann mich nur noch sehr vage dran erinnern. Ich fand den ersten insgesamt spannender als viele andere. Die Kritik war vollkommen zu Recht, aber es war immer noch so eine neuartige Art durch die Animation und alles. Dass ich ihn sehr genossen habe zu der Zeit. Und halt das Revolutionäre dabei in den Fokus gestellt habe. Ich fand vom Szenario vor allen Dingen das erste auch eher stark, aber es hatte spielerische totale grobe Fehler. The stage is yours, Basim. Basim? Der hieß aber nicht Basim, oder? We will be watching. Dann wird es wohl das Neue sein. Assassin's Creed Mirage. Ja, ist das Neue, was kommt. Könnte auch ein Remake vom ersten sein, ist aber das ganz Neue. Das sagt doch alles über Assassin's Creed aus über die letzten 20 Jahre. Assassin's Creed wird jetzt auch... Wann kam das erste? 2006? Ja.
Spechtmeise, die Serie ist, was das angeht, so durcheinander. Einfach nur ein Assassin's Creed ohne Gegenwart zum Beispiel würde jetzt Assassin's Creed nicht retten. Genauso wie es das Level-System nicht ist oder ob die Items jetzt so, der Loot funktioniert wie bei Diablo oder nicht. Ah, das hat... Die Exploration müsste so funktionieren wie in Zelda. Dann wäre es ein gutes Spiel. Weil eigentlich spielen die Leute Assassin's Creed wegen der Erkundung. Eine Zeit lang vielleicht sogar wegen des Kampfsystems, aber aktuell nicht mehr. Ja, so super gut funktioniert das für die gar nicht insgesamt. Nee, aber das ist ja keine Cash-Cow, was das angeht. Sonst wäre Ubisoft nicht immer kurz davor, übernommen zu werden oder bankrott zu gehen oder am Limit. Das ist eher Verlegenheit oder halt das, was sie machen müssen, damit es weitergeht. Das ist natürlich keine gute Situation, wenn du so abhängig davon bist, das immer so zu machen und eben keine kreative Freiheit zu haben. Spechtmeise, welches hast du angespielt? Grand Blue Fantasy Relink. Wenig direktes Interesse. Das könnte Street Fighter 6 sein. Erscheint schon ganz bald. Oh ja. I've crossed paths with many during my journey for true strength. Das habe ich schon eine ganze Menge gespielt. Bin schon gespannt. Wer von euch spielt es denn auch? Vielleicht kann ich dann ja gegen die Community antreten und ihr müsst mich besiegen. Da hätte ich Bock drauf. Was wir hier sehen, ist der Tour-Modus, wo man seinen eigenen Kämpfer erstellt. Mhm. Lustiger, blanker Skin. Einer der vielversprechenden neuen Charaktere hier zu sehen. It's probably worth looking into this nice shawl business. Hallo Olli, das erscheint auch für PC und hat Crossplay, Street Fighter 6. Läuft auch gut. Das ist der neue Oberbösewicht hier. When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Das ist der neue Oberheld, den sie als Ikone davor setzen. Luke heißt er, glaube ich. Finde ich nicht so stark, aber muss man noch näher dann angucken, wenn es rauskommt. Ich bin Löwe, Spechtmeise. Das heißt, wenn du Streams mit mir guckst, ist immer ein Löwe in Game. Ein Metroidvania. Farben. Entschuldige mal bitte. So ein bisschen Dead Cells, ne? Ultros, geiler Name. Ultros. Ultros. Oh, und da ist er wieder neu am Start. Also ein neues Metroidvania kriegen wir auch. Oder sowas wie Dead Cells.
von Perfect World. Beste Mac-Game kommt doch sowieso dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass das Spiel hier schwer wird. Vielleicht wieder sogar ein Free-to-Play-Game. Tower of Fantasy. Ach, Armored Core, meinst du? Armored Core sieht großartig aus. Das wird, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, Armored Core wird im Gegensatz zu Elden Ring einen Easy-Mode haben. Was sehen wir hier? Dragons. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch aus wie Dragon's Dogma, aber sie machen Dragon's Dogma 2? Oh, wow. Dragon's Dogma ist eins der unterbewertetsten Rollenspiele der letzten 10 Jahre. Großartig. Richtig starkes Gameplay. Die PC-Version top. Habe ich ein Video zu gemacht, also auch auf meinem Kanal. Dragon's Dogma. Mutig. Finde ich super. War kein Erfolg, wenn ich das richtig verstehe. Von daher umso besser, dass sie da dranbleiben. Weil hier hatten sie durchaus die richtigen Ansätze. Man kann immer noch die Leute da holen, aus dieser Spirit World anwerben, dass die dann mitmachen in der Party. Schön. Welcome back for another week of career fulfillment and minimal social interaction. Wie krass, dass heute am 24.05. die E3 beginnt. Wer hätte das gedacht? Das Design ist im ersten auch schon so. Wenn du Dragon's Dogma noch nicht gespielt hast, Nehmer, guck dir das mal an. Das kriegst du für 5 bis 10 Euro, die PC-Version. Und die ist richtig stark. Die ist richtig toll. Kannst du mit Controller spielen oder Maustastatur, ist beides gut. So strap yourself in and get motivated to an appropriate degree. You ain't seen nothing yet. Genau, und hat ein westliches Design, ja. Five Nights at Freddy's. Hat mich nicht erschreckt. Ich hab das Spiel schon ungespielt. Sehr schön. Dann fang das an, wenn du Zeit und Lust hast. Ist gerade eine Zeit, wo so viel erscheint, aber das kann ich dir nur ans Herz legen. Jetzt kommt der PlayStation VR 2 Teil. Da habe ich mich auch gefragt, was sie da zeigen werden. Haben gerade die Pressemitteilung rumgeschickt, dass 600.000 Einheiten verkauft wurden, womit sich das Headset tatsächlich besser und schneller verkauft hat als das erste PlayStation VR. Finde ich sehr überraschend, nachdem es überall in den Regalen liegt und irgendwie kann ich es fast nicht so richtig glauben. Ich persönlich halte das Line-up für die PlayStation VR 2 auch für sehr, sehr marginal, sehr, sehr langweilig, sehr, sehr dünn. Also ich habe da keinen Titel gefunden, den ich unbedingt hätte spielen müssen wollen.
Hallo Guru Meditation 74, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Du bist gerade rechtzeitig zum VR-Teil. Wir haben aber schon einige Banger gesehen. Richtig schöne Neuankündigung. Das ist Resident Evil 4, oder? Gibt es ja schon eine Weile für Oculus oder Meta. Und jetzt gibt es nochmal einen VR-Mode für das Remake. Das ist krass. Guck mal, hat er der Han-Olli dich direkt ausgestattet. Vielen herzlichen Dank, Han-Olli. Damit hast du die Führung übernommen. 17 geschenkte Subs. Oh, forgive me, Father. Danke, danke. Like a lot. You see, everything started 2 years ago. When I met Fred. And ever since then, it's like I see his face everywhere. And lately, I've started to develop some destructive tendencies. Whoosh! Han-Olli, muss mal gucken, ob der VR-Modus exklusiv wird für das 4 Remake. And since I met my new best friend, I guess I get a little overprotective. Okay, very overprotective. Ah. Nicht mein Game. Sit here all day, chew your ear off. Ich habe schon viele Zombie Games gespielt, aber but as you know, time waits. Das spricht mich jetzt nicht so an. Catch you later, Fred. Würde ja immer noch behaupten, die meisten von euch kennen mich ja von dem Zombie Playthrough mit PlayStation VR in Arizona Sunshine 2. Looks like today is gonna be a scorcher. Das erste ist mehr so eine VR-Spielerei. Arizona Sunshine. Ist nicht schlecht gemacht. Aber da müssen sie sich viel ausdenken, damit ich mir das nochmal angucke. So, was Neues von Smilegate. Gunplay kann man es direkt erkennen. Ja. Wird wahrscheinlich sehr kurz sein, das Spiel. Und eintönig. Heißt nicht, dass es nicht auch beeindruckend ist. Ich frage mich nur immer, ob man dafür dann das viele Geld hinlegen sollte. The target is Colonel Peter Conrad. He was one of ours before he went rogue. We intercepted comms chatter referring to neurosynaptic tech, but they've gone dark. I don't have to remind you what's at stake here. We need that intel by any means necessary. Sprechweise, das ist noch in Entwicklung, aber und darauf hätte ich auch Lust. Ich fand den ersten Teil sehr, sehr gut. Was sehen wir denn hier Schönes? Yet another lamb to the slaughter. Well, come on then. Let's see what you're made of. Half-Life Alyx müssten sie langsam mal ankündigen für VR, also für PlayStation VR 2. Das hätte es sicherlich verdient und die PlayStation. Und vor allen Dingen Alyx hätte es auch verdient, dass es von mehr Leuten gespielt wird. Ist das von den Leuten, die Superhot gemacht haben? The clock is ticking. You have to adapt. Back again? Pathetic. Your heroics mean nothing. Also die Waffe verhält sich 1:1 wie in Superhot. Und die hätten das Movement auch drauf. Dem würde ich das so zutrauen, dass sie es so machen. Synapse.
Ja. Mir wird schon ohne Brille schwindelig, habe ich auch kurz gedacht, Gestaltungsliebe. Mm. Naja, wenn ihr jetzt nichts gehört habt, dann ist es eben so ein Queen Music Pack. Gibt's auf dem PC, könnt ihr das jetzt schon spielen. So, jetzt ist die Sprachspur wieder da, hallo. Aber da waren die Diagonalen mit Beinehmer, das fand ich schon recht anspruchsvoll eben in der Folge. Aber ja, ein bisschen schneller. Kommt auf den Song drauf an und die Folge. Bungie. Na, was hat Bungie für uns zusammengeschnüsselt? Das sieht nicht nach Destiny aus. Wie viel Gewicht? Ah, vielleicht ist es doch Destiny. Wie viel Gewicht hat noch der Name von dieses Studio, das ja jetzt exklusiv bei Sony ist? Das System Shock Remake kommt übrigens auch jetzt noch raus. Also, es sind viel zu viele Games. Muss ich gerade dran denken, wo ich das hier sehe. Bungie macht eigentlich nur Shooter. Also inzwischen. Früher haben sie auch mal Action-Adventure-Games und so gemacht. Marathon. Das ist doch... Ist das nicht deren alte IP? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Da muss ich nochmal genau nachgucken. Machen wir vielleicht danach noch. Ich glaube, Marathon ist eine... IP und es könnte sogar sein, dass das von Bungie ist. Das ist ein ganz altes Game. I don't even know where to begin. You've missed so much. Was ist jetzt Destiny? We've slain gods. Vanquished nightmares. Fought alongside those who we once fought against. I wish you could have been there. Ein neuer Subscriber. Oh, 30 Monate für Jo und herzlich willkommen. Störst du überhaupt nicht. Reinspazieren. Destiny The Final Shape. Mit einem eigenen Showcase am 22.08., den sie jetzt schon ankündigen. In 3 Monaten. Concord? What? Kommt auch auf den PC? Neues Space Game, Leute. Nice. Das sah sehr, sehr spannend aus. Bin ich direkt abgeholt. Elite Dangerous mit Burgern. Ja, viel zu wenig, Herr Olli. So, jetzt kommt noch Spider-Man 2 erstmal. Oh. The best Gran Turismo players in the world.
will compete for a place in racing history. Ach, das ist Gran Turismo The Movie. Das ist der Red Bull Ring. Krieg ich doch sofort. Das ist keine Grafik, Leute. Das ist ein Filmtrailer. Eieiei. So ähnlich ist es tatsächlich passiert. Das war Le Mans gerade. Gran Turismo. Schön. Den werde ich mir angucken. Thank you for joining us today. Before we get into our final game, I have a few announcements to share. At PlayStation, innovation is our passion. Mm-hmm. And that applies to not just what games you play, but how you play them. Later this year, we will launch a dedicated device that enables you to stream any game from your PS5 console using remote play over Wi-Fi. Internally known as Project Q, it has an 8-inch HD screen and all of the buttons and features of the DualSense wireless controller. Okay. We look forward to sharing more information in the near future. I'm also pleased to reveal our first ever PlayStation earbuds. Which will bring next generation. Wenn sie keine Vita rausbringen, machen sie es jetzt kurz mit dem Display. They simultaneously connect to smartphones via Bluetooth. New wireless technology will deliver. Nein, ich kaufe mir keine PlayStation Kopfhörer, ihr Trosel. Was für ein Quatsch. Sie haben ja auch heute den Android Controller rausgebracht, wo du dein Smartphone da dazwischen packen kannst und hast du auch dasselbe. I want to thank all of you for your unwavering support for PlayStation. Jetzt zeigen sie noch Spider-Man 2 oder was? Das ist aber nicht Spider-Man. Fate you will not share. I've been in your shadow for hours, but you sense nothing. Pathetic. Die Stimmung und der Soundtrack erinnern mich an die Serie C von Apple, aber das wird es natürlich nicht sein. Doch, Spider-Man. Ist doch Spider-Man 2. What? Light the fires. The great hunt begins. Sabertooth? 6 months later. This is sighted in Queens. Closing in now. Schöner Anfang. Also schön verwirrt. Das ist aber einfach nur Spider-Man 2. Ohne Koop-Modus. Cover the door. The beast could be anywhere. The beast. You have no idea. This whole blizzard hunt ends now!
Connor's alone! Interface unten sieht ja spannend aus. Paar Prototype, was? Der Kampf eben war halt schon einfach Spider-Man, ne? Irgendwie switcht man zu Miles, okay. Miles, the hunters track Connors to the Harlem Fish Market. Ganz viele Spider-Man. I'm on it. Sounds like Kraven's checking off his. We don't have much time. Move. Guess we'll chat later. Genki. Oh Gott, wenn man das einmal gemacht hat, kann man danach nie wieder die alten Teile spielen, weil man da so wahnsinnig langsam ist. Das ist more Spider-Man. Die sind ja gut. Schön, dass sie ein bisschen was Düsteres damit machen, das finde ich eher wichtig. Weil nochmal so einen freundlichen Spider-Man wie mit Miles Morales und dem ersten von 2018, das hätte glaube ich nicht funktioniert. Nee, sieht 1:1 gleich aus, da hinten. Trotzdem, ich würde sagen, das kannst du genauso auch schon auf dem PC erleben. Die Spider-Man-Portierung war auch sehr gut. Das sieht teilweise sogar besser aus als das, was ich sehe. Alright. Where are you, Connors? Garage might lead to him. Wer sehr diszipliniert mit den Eingaben umgeht, kann tatsächlich die Kämpfe so aussehen lassen. Meistens sieht es dann doch ein bisschen furioser aus. Und wenn man ganz in Bedrängnis kommt, wird es ein simples Button-Mashing. Aber hier sehen wir wenigstens mal richtiges Gameplay. Kann man sich sehr gut vorstellen, wie das dann am Ende ist. Sag Martin, hast du eine PS5? Weil das kommt erstmal nicht für einen PC. Bin gespannt, wann sie das dann wieder bringen. Mit wie viel Delay? 1, 2, 3 Jahre? How'd you find me? Follow the fish. Drone's picking up Lizard's trail. He's still eating. We can catch him off guard. Genki? Get behind me. It's just his skin. Doesn't that mean he's getting bigger? Hungrier too. New threats? The building's swarming with hunters. Any sign of Connors? Yeah. Genki's tracking him. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, I mean. But the data's incomplete. Okay, I think I got a lock. Genki, wait, be chill. That wasn't me. Me neither. I don't even have a stomach, so... Let's go. Go, go, go. Take him alive.
can't lose Connors. Harry's dying, and he's the only one who can help. We won't. You take the drones, I got the jet skis. Cool if I borrow this? This is really, really exciting. Keep it tight, man. Watch out for those drones. Don't worry. They think I'm a friendly. Warum sind die Story-Sequenzen in den ersten beiden auch immer so lang? Das ist quasi so cineastisch, so filmisch gemacht. Das ist das erste Mal auch immer ganz nett. Also sehr gut gemacht. Das ist halt ein sehr modernes Actionspiel. Spielerisch ist hier jetzt natürlich noch nichts zu sehen gewesen, was man in anderen Videospielen nicht auch schon mal gemacht hätte. Vor allen Dingen halt auch hier in den Vorgängern. Der düstere Stil gefällt mir aber durchaus auch besser als jetzt in den ersten beiden. Das war mir ein bisschen zu klinisch. Heißt aber nicht, dass das hier im Rest nicht auch am Ende noch so wird. It's good, Pete. I saved the tracker. Let's go, man, before he gets too far. No. Ja, 3M, das war auch mit den in den beiden Vorgängern so. So sind die Sequenzen. So do I. He's not normally like that, right? No. He's never like that. Also das wollten sie natürlich irgendwie rüberbringen, dass es jetzt ein bisschen düsterer wird. Das hat das auch gebraucht. Ja, Insomniac kann sehr gute Actionspiele machen. Ich gehe fast davon aus, dass das auch sehr gut wird, sehr kompetent. Ich habe jetzt vielleicht persönlich das Gefühl, dass ich das unbedingt spielen müsste, weil ich mir fast vorstellen kann, wie es läuft. Und ihr sagt es auch schon richtig, das ist auch ein super Spiel, was man sich einfach irgendwo angucken kann, was man nicht unbedingt selber spielen muss.
Es ist zwar ein sehr gutes Kampf-Gameplay, da muss man dann aber auch Bock haben, dass man sich vielleicht schwer genug macht und dann die Kombos lernt und dann halt schön spielen möchte. Das ist dann wieder eine gute Motivation für Spider-Man. Ja, aber ansonsten viele Überraschungen. Was sehen wir hier nochmal? Ach, das ist dieser neue Controller für mehr Zugänglichkeit. Ja, Assassin's Creed Mirage haben wir gesehen. Den Nachfolger von Grease. Für mich, also Dragon's Dogma 2 und das, der Nachfolger von Journey. Highlights. Ich freue mich nach wie vor auf Final Fantasy 16. Da war viel Gutes bei. Müsste man jetzt nochmal durchgehen und gucken, was man jetzt wirklich unbedingt auf einer PlayStation 5 spielen müsste. Oder ob ein PC nicht doch ausreicht. Was hat euch am meisten mitgenommen? Was sollten wir vielleicht nochmal angucken? Wir können ja gleich ein Video skippen. Dragon's Dogma und das Aufbauspiel. Genau, das war auch sehr gut. So, wir gehen mal zurück. Eine gute Stunde war es. Also Helldivers war nicht so meins. Ich mache es ein bisschen leiser direkt. Damit wir jetzt beim Durchskippen den Ton nicht so... Die Earbuds am besten herkommen. Also. Das Immortals of Avium, wie fanden wir das denn? Helldivers war nicht so meins. Könnte aber nett werden. Was war das davor? Fair Game. Fair Games. Das war dieses, was uns an Payday erinnert hat. Und dann dieses Avium. Ja. Da habe ich gesagt, das ist, erinnert mich so ein bisschen an die Sachen, die das Studio gemacht hat, was jetzt Redfall gemacht hat, ne? Ja. Schwer zu sagen. Könnte aber ein ganz nettes Actionspiel werden. Das fand ich gut. Da freue ich mich drauf. Das ist eine gute Vorstellung gewesen. Das ist Phantom Blade Zero. Phantom Blade Zero interessiert mich sehr. Guck mal, hier sehen wir ja gerade auch Gameplay tatsächlich. Viel rumlaufen. Das ist schön düster. Wenn die das mit... Die Kämpfe sahen so cool aus. Und vielleicht kommt gleich auch nochmal die Szene, wo er sein Schwert nimmt. Und das Schwert war physikalisch korrekt an der Handanimation dran. Das finde ich cool. Vielleicht mal, also müsste ich gucken. Weiß ich tatsächlich gerade nicht. Weiß es jemand im Chat, ob Final Fantasy 16 auch für PC erscheint? Coolman Studios. Ich werde mich hier mal ein bisschen noch informieren, was die Studios bisher vorher gemacht haben. Wir nehmen morgen Podcast aus. Der Stream morgen fängt auch später an. Nur noch mal zur Info. Morgen starte ich um 9 abends. Also so ähnlich wie heute. Da hat man es gerade noch mal gesehen. Ich gehe noch mal zurück. Ist schon cool. Und da sind mehrere Sachen an der Rüstung, die sich physikalisch korrekt verhalten, sodass wir wenig Clipping haben. Seht ihr das? Es ist ganz wenig Clipping nur. Wo Elden Ring ganz nonchalant sagen würde, nee, das geht jetzt aber so nicht. Natürlich geht die Waffe jetzt erstmal hier durch oder da durch. Prallen die Sachen hier so ein bisschen voneinander ab eher. Das ist ein cooles Feature. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist mein Highlight, aber das kann natürlich ein ganz furchtbares Spiel werden. Genau, Schwert durch Klamotten und all sowas. Ich nehme an, dass die Sachen dann am Ende auch Quicktime-Events werden oder halt nur zum Angucken. Weil wie willst du das hier sonst spielen? Das geht nicht, ne? Also entweder Quicktime-Events oder nur angucken. Ich finde dann ja nur angucken inzwischen schöner. Und danach wieder gutes Gameplay, wenn man es wirklich einfach spielen kann.
Sequenzen, Quicktime-Events, auch wenn ich die bei Shenmue sehr gemocht habe, ist eigentlich Bullshit. Braucht keiner. Phantom Blade Zero, genau. So, und danach kam direkt von The Visionary Creators. Oh ja, da habe ich so Bock drauf. Guck mal, das ist so stilsicher direkt. Ganz stark. Die wissen, was wir für Pixel auf den Monitoren haben wollen. Talos Principle 2, ja. Der Grease-Nachfolger, auch gut. Das Cat Quest, das brauchen wir nicht großartig vorzubereiten. Foam Stars, ja. Mal gucken, ne? Das war das Splatoon-Ding. Dann das Pixel-Zerstörungsspiel Teardown für PS5 ist jetzt auch nichts. Moment, ich wollte ja gucken. Also, man weiß gar nicht, was ist denn hier bei Phantom Blade? Stand da die Plattform bei? Wenn das zum Beispiel exklusiv für PS5 erscheint, wäre das, wenn es gut ist, am Ende einer der ersten großen Gründe. Aber gar nichts, ne? Get my heart back. Phantom Blade Zero, Cruel Man, Project, Career, Contact Us. Von 21. War wahrscheinlich schon angekündigt, ne? Haben vorher Phantom Blade Executioners gemacht, The Drifter, Project Hell. Coming Soon. Stellar Saga, auch Coming Soon. Phantom Blade Executioners is a fast-paced action RPG. It is the sequel to the mobile game of Phantom Blade series. Aha, Stellar Saga. The Drifter. Von Michael Chang. Das ist nicht der Michael Chang, oder? Der Tennisstar? Von Mobile Games bis High-End AAA Console Games mit New IPs. Tja, aber Phantom Blade Executioners. Das ist ein Mobile Game? Ich spiele gleich noch nicht mehr noch Zelda, nee. PC-Gameplay von Executioner. Das ist ja witzig. Also das ist das Spiel, was sie bisher gemacht haben. Das PC-Gameplay könnte man sich dann natürlich angucken. Und darauf basierend machen sie jetzt das AAA-Console-Game. Das ist natürlich stark. Ich hab zu schnell weggeklickt. Ja, kommt's auf PS5, okay. Das heißt nicht, dass es nicht auch für PC kommt, aber ja. Okay. Das könnte man tatsächlich auch mal spielen. Das ist ja sowas wie... Ja, die ganzen 2D-Brawler halt. Sieht aber jetzt auch nicht so geil aus. Also wenn mir das jetzt einer vorher gezeigt hätte, hätte ich es jetzt gar nicht so interessant gefunden. Nee. Okay. Also, ein großes Fragezeichen hinter diesem Spiel. Allen eine gute Nacht, die sich jetzt verabschieden. Wir gehen aber noch einmal hier durch, solange die Kinder sich nicht melden. Sind das Babyphone an, ja, wird schon. Warum sollte das ausgehen?
Also davon, dafür braucht man vielleicht eine PS5 von den Sachen, die gezeigt wurden. Foam Stars auch, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, dass das ein Must-Play ist. Teardown gibt es am PC jetzt schon. Was ist das? Ach, das ist das Snake Eater-Ding. Ja, für Remakes. Das lasse ich erstmal so nicht gelten. Ich finde auch nicht für Demon's Souls, das Remake, musste man sich eine PS5 kaufen. Auch wenn das gut gemacht war. Final Fantasy 16, da wollten wir auch nachgucken. PC-Version benötigt mehr Zeit, kommt also zuerst auf der PlayStation raus. Und nicht nur ein halbes Jahr, sondern wahrscheinlich sogar ein Jahr später. 22. Juni erscheint die PS5-Version. Okay. Gibt eine Exklusivitätszeit. Alright. Hätten wir das auch geklärt. Da gucken wir auf jeden Fall den Anfang, werde ich streamen. Ich werde wahrscheinlich auch ein längeres Video dazu machen. Werde eine Weile brauchen, das natürlich zu spielen und dann mal gucken, was es dazu noch gibt. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich bin natürlich sehr interessiert an FF16. Alan Wake 2, ja, mal gucken. Na, ich würde es denen gönnen. Ich fand Alan Wake durchaus gut. Das Assassin's Creed müssen wir abwarten. Street Fighter haben wir drüber gesprochen, gibt es am PC. Das sind alles Dinge, die gibt es auch am PC. Das war dieses Mac-Game, ne, von Project Future. Schlag mich tot. Fand ich jetzt nicht so geil. Tower of Fantasy. Ja, guck mal, Download PC, sag bloß, das gibt's schon. Shared Open World. Ist ein Free... Was habe ich euch gesagt? Ist ein Free-to-Play Open World Action Rollenspiel. Nehmer. Jetzt, wahrscheinlich ist er nicht mehr da. Aber... Okay, das kommt für PS5, aber gibt es schon am PC. Können wir jetzt runterladen und spielen, oder was? Jo. Also. Nicht so geil. Größtenteils positiv. Ungefähr ein Jahr. Bisschen weniger als ein Jahr. Pros, it's free. Wenn es schon so losgeht, kann ich nicht ernst nehmen. Okay, schwierig. Wahrscheinlich eher nicht so geil. Weiß man aber noch nicht genau. Muss ich mir mal angucken. Tower of Fantasy also. Das war Dragon's Dogma hier 2. Das ist tatsächlich eine der größten, besseren, großen Neuankündigungen. Und der erste Teil ist schon super. Spielt den. Wartet mal, vielleicht kriege ich ja das Video von mir hier gerade drauf. Dragon's Dogma Awabi. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Habe ich die Playlist denn hier noch irgendwo? Ein hervorragender Nachfolger zu Breath of the Wild. Und es ist ein echter Zweit. Da. Hello and welcome to this episode of PCM. Dragon's Dogma. Guckt euch das mal an hier in 4K. Take a closer look at Dragon's Dogma, an action role-playing game developed and published by Capcom. Da habe ich den Feind dahin geworfen und hat meine Kollegin Eileen den so in Echtzeit weggeschnetzelt. Total cool, das sieht jetzt noch super aus. Da habe ich noch jedes Spiel immer mit dem Steam-Controller ausprobiert und geguckt, ob das funktioniert. Über den redet ja heutzutage kaum noch jemand. Löwen gibt's auch. Aber ja, eindeutig der erste Teil von dem, was wir da gerade gesehen haben.
Sehr, sehr gut spielt. Das ist mein altes Wohnzimmer. Auf MMOGA 3,99. Na edel, das sind gut investierte Euro. Aber das Spiel ist lang, sage ich euch. Hier, da holt man die Leute. Das sind alles Charaktere, die auch andere Spieler gemacht haben zum Teil, die man da dann sich holen kann. Technisch vollkommen in Ordnung, sage ich, glaube ich, wenn ich mich entsinne. Da bin ich am Monitor, sitze ich da. Kann man spielen, ist aber nicht so geil. Lieber dann mit Maustastatur. Das war, glaube ich, eine der Sachen. Mit Controller kann man halt wieder mit dem Analogstick schön analog gehen und da ist das Schleichen und sowas dann besser gemacht. Aber Kamerabewegung und schnell Übersicht im Kampf kriegen ist halt mit Maus wieder besser. Ja, von Naughty Dog haben wir gar nichts gesehen, ne? So, also das ist aber gut. Resident Evil VR, muss ja nicht sein. Also die VR-Ankündigung auch alle. Ja, das ist mein Kommentar dazu. Zum Gähnen. Bungies Marathon-Ankündigung, das hatte noch was. Aber sehr kryptisch, ne? Sehr kryptisch. Insgesamt trotzdem guter Showcase. Ich würde dem Showcase eine 2 oder eine 2- geben. Insgesamt, ihr wisst, da bin ich immer recht kritisch. Und es gab auch schon Sony-Ankündigungen, also die E3 zum Beispiel, wo Final Fantasy VII Remake angekündigt wurde, das war eine 1-. Und das war sehr, sehr gut. War eine sehr, sehr gute Präsentation. Was für ein Spiel war denn Marathon? Marathon-Retrospektive. Ein Ego-Shooter wie Doom. Ich hau das hier mal rein, dass ich das von euch angucken will. Oh ja, sowas wie das Alien Game im Endeffekt auch oder halt Doom, Quake. Na, ja, Quake schon wieder eher nicht. Dann wird es wohl ein Ego-Shooter, ne? So, dann gehen wir nochmal zurück. Das sieht aber so Third-Person-mäßig aus. Oder? Das Beat Saber Add-on, da muss man auch nicht eine PlayStation für haben. Grafik fast gleich. Smashing Edel, solche Gedanken kenne ich. Ich kann dir aber auch sagen, es wird nicht mehr kosten, wenn du es dir dann einfach kaufst. Es wird dann auch nicht weggelaufen sein. Aber es ist ein schönes Spiel zum Bein hochlegen. Es gibt nur gerade so viele andere. Und du unterstützt nicht mal den Developer, wenn du es bei MOGA kaufst. nur Gedanken von mir. Außer bin ich noch kein Keyshop-Partner, noch nicht mal mich unterstützt. Ja, okay. Der Gran Turismo Movie, dann diese weirden Hardware-Ankündigungen und am Ende Spider-Man. Also wir waren doch jetzt recht schnell durch und Spider-Man ist halt eine ordentliche Weiterentwicklung von etwas, was ich aber jetzt nicht unbedingt spielen muss oder man sich auch gut angucken kann. Ja, ich glaube, mit meiner Bewertung des Showcases mit einer 2- liege ich vollkommen richtig. Da waren aber coole Sachen dabei, die Spielelandschaft über die nächsten Monate durchaus beschäftigen werden. Ich bedanke mich an dieser Stelle, finde das sehr, sehr schön, dass ihr alle wach geblieben seid und eingeschaltet habt. Morgen bin ich gegen 21 Uhr wieder dabei und da legen wir los. Oh, wieso noch kein Signal, weil ich keine Switch habe.
Ich switch nicht aus, aber egal. Wir haben, das Signal ist aus, die Showcase ist aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht gerne morgen auch auf YouTube, haut da noch ein Like rein, um den Algorithmus anzuschieben. Das hilft immer enorm, wenn man da am Anfang ein paar Views hat. Und bis morgen. Tschüss. Ich rate euch noch wohin. Wo kann man denn gut hinraten heute Abend? Dum, 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 dum. Ach, hier ein bisschen Low Poly Misfitter zum Einschlafen. Im Positiven.